Servus, grüezi und hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder zugeschaltet hast zu einer neuen Folge bei uns im Projekt Neubartelshagen Reloaded auf der PlayStation 5. So, ihr seht mich hier in meinem Deutz zusammen mit dem Anhänger für Kalk und wir werden heute die Felder kalken. Ja. Und auf dem Weg dorthin möchte ich zwei wichtige Dinge loswerden. Zum einen recht herzlichen Dank für euren Support, für eure Unterstützung. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Feedback zu meinen Videos. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und das Zweite, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ja, ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass die letzte Folge technisch nicht ganz so gut war. Ja, und das möchte ich auch ganz kurz erklären. Ich habe nämlich am letzten Sonntag 5 Folgen aufgenommen und aus irgendeinem Grund hat er dann plötzlich bei der 3. Folge nicht mehr das getan, was er sonst immer tut, nämlich ich habe das so eingestellt, dass die Audio, die Voice-Spur und die Ingame-Spur 2 getrennte Tonspuren sind, die ich dann in der Postproduktion dann im Schnittprogramm dann eben auch unterschiedlich aussteuern kann und dann packe ich ja noch ein bisschen Musik dazu und das hat eben diesmal nicht funktioniert, weil aus irgendeinem Grund er nur noch eine Tonspur aufgenommen hat und das habe ich dann leider ein bisschen spät erst bemerkt. Dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen. So, die Folge ist, dass ich dann eben 2 Folgen jetzt gestrichen habe. Ich wollte unbedingt die Folge mit dem Kuhstall, wo wir die Tiere angeschafft haben für unseren Kuhstall, die wollte ich unbedingt euch zeigen. Und was sonst passiert ist in der Zwischenzeit hier auf dem Hof, das werde ich euch dann jetzt gleich zeigen, wenn ich hier den Helfer losschicke. So. Dann lasse ich hier nämlich den Rest. Den Helfer machen. So. So, hier haben wir unseren Helfer, der das Stroh holt. Und zwar von unserem Mietsilo rüber zum Fermentersilo und den hier, den kleinen Lindner, den werden wir jetzt auch losschicken, weil der soll nämlich hier noch ein bisschen mulchen auf dem Feld und das werden wir dann anschließend nämlich auch kalken. So, dann steigen wir mal aus und gehen zum Hof und dann zeige ich euch, was wir in der Zwischenzeit auch dort erledigt haben bzw. dort gemacht haben. Wir kommen hier auch gleich über unser Grasfeld in der letzten oder in den Videos, die ich leider jetzt nicht euch mehr zeigen kann oder zeigen möchte, weil die Qualität nicht so gut ist vom Sound. Das Feld hier haben wir bereits gewalzt. Ihr seht, erwarteter Ertrag ist jetzt identisch mit dem Ertragspotenzial 125%, weil wir wie gesagt auch das Feld gewalzt haben. So, jetzt laufen wir noch mal kurz über das Feld. Da seht ihr jetzt auch ganz kurz, dass der erwartete Ertrag jetzt runtergegangen ist, also auf 89%, was eben damit zusammenhängt. Boden, schluffiger Ton, der ist eben von der Qualität nicht so gut wie Lehm. Und der Boden bringt uns halt einen höheren Ertrag. So, auch das Rapsfeld da drüben habe ich bereits gewalzt. Unsere Mühle läuft und hat auch hier bereits die ersten Paletten ausgespuckt. Ja, und dazu gibt es dann auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Unsere Kühe, unsere Schweine, denen geht es gut. Die habe ich gefüttert. Alle sind hier jetzt, schauen wir mal, Gesundheit 40%. Da geht es aufwärts. Und auch bei den Schweinen, da haben wir jetzt alles eingeworfen an Futter. Gesundheit 22%. Auch da geht es jetzt aufwärts. Auch Stroh ist drin und ihr seht auch da drüben, hier haben wir noch eine zusätzliche Mistplatte installiert, wo eben der Mist von den Schweinen sich sammelt. Hier habe ich noch ein bisschen Kartoffeln für die Schweine, das konnte ich ja nicht ins große Silo werfen. Hier haben wir noch ein bisschen dekoriert. Ja, und damit das eben funktioniert mit dem Helfer, der leider ja immer hängen bleibt, habe ich jetzt erstmal das Tor entfernt. Na, ist nicht zu sehen. Ah doch, da ist er ja. Habe ich das Tor entfernt, damit er eben einwandfrei hier durchkommt und eben seine Arbeit erledigen kann. Ja. So. Das also dazu.
Es hat sich ein bisschen was getan und wir schauen, dass wir jetzt mit der Feldarbeit für diesen Monat fertig werden, August. Und werden dann eben mal in den nächsten Monat gehen, wenn wir mit dem Kalken fertig sind. Ja, zu den Paletten gibt es übrigens auch noch was zu sagen. Eine ganz komische Geschichte. Ich hatte ja gekauft eine Palettengabel für den Frontlader. Frontladerwerkzeuge. So. Hier die Albut, die habe ich jetzt mittlerweile, weil diese Palettengabel, na, die Stoll, das ein Mod ist, komischerweise nicht funktioniert hat. Beziehungsweise so funktioniert hat, wie wir auch schon mal das Problem hatten, generell mit Paletten, dass die entweder festgeklemmt sind oder man konnte sie nicht mehr abwerfen. Naja, dazu, dann musste ich eben die Palettengabel tauschen und mit der Originalpalettengabel hat es dann einwandfrei funktioniert. Ja, also ihr seht, Produktion funktioniert und wir kalken, beziehungsweise er ist leer. So. Dann müssen wir erstmal Nachschub holen. Und unsere beiden anderen Helfer sind gut am Arbeiten. So, dann schauen wir mal. Vielleicht sollten wir dann auch doch den Anhänger, den Streuer hier etwas vergrößern. Hier haben wir ja unsere Werkstatt. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was aufbauen können. Na. Na. Jetzt. So. Konfigurieren. Aufbau. Ach, da haben wir gar keinen Aufbau. Da machen wir natürlich ein bisschen was drauf. Weil sonst müssen wir einfach zu häufig Kalk holen. Konfigurieren, ja, okay. Gut. So. Und den Deckel öffnen. Und dann fahren wir an unsere Station und kaufen wieder Kalk. So, und wenn er hier noch am Kalken ist, möchte ich gerne auch auf den einen oder anderen Kommentar eingehen. Es hat mich sehr gefreut. Und richtig ist natürlich, was darf auf dem Hof nicht fehlen, habe ich natürlich noch nicht dran gedacht, ist natürlich ein Hofhund. Und den werden wir jetzt hier uns anschaffen, während er hier nochmal kalkt. So. Und den werden wir natürlich selbstverständlich am Eingang des Hofes, denn schließlich hatte man ja Hunde zum Bewachen des Hofes und Katzen, um ja, Mäuse und Ratten zu fangen. So, und ich habe mir gedacht, den packen wir hierher. Hier denke ich, passt die Hundehütte hervorragend hin. So, dann gehen wir ins Baumenü und gehen natürlich zu unseren Tieren. Sonstiges, die Hundehütte. So. Und den drehen wir. Ja, und dann denke ich, geben wir hier unserem Hund. Ja, da bist du ja ein feiner, feiner, feiner bist du. Na? Ja. So. Geben wir mal ein bisschen zu futtern. Na? Ist da nicht Futter rein? L3, fress nach Füttern. Und den Ball können wir auch noch ein bisschen werfen. Na? Zack. Ja. Bist ein Feiner. So, heißt natürlich, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir ihn nennen. Und ich glaube, sowas wie Bello, Fifi, Hasso oder so.
Weiß nicht, ob das passt. Also, vielleicht habt ihr Lust, dem Hund hier, unserem neuen Bewohner, einen Namen zu geben. Dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass mir der Fan den Rücken fährt. Ja, und das Zweite, was ich heute mit euch machen möchte, und da dachte ich mir, ist hier ein guter Platz dazu, ist... Ach, da kommt er. Okay. Naja, interessant, wie er fährt. Okay. Baumenü, weitere Tiere. Und ich denke, wir können schon mal Hühner platzieren. Die Frage ist jetzt nur, den hier. Und ich glaube, der passt eigentlich auch ganz gut hierher. So, müssen wir da gucken, wie wir das hinkriegen, dass der auch einigermaßen gerade ist. Ich glaube, so kommt es ungefähr hin. So. Und dann können wir den nämlich hier, glaube ich, platzieren. Und da wäre gar nicht so verkehrt, weil ich finde, der passt eigentlich ganz gut hier zu unserer Mühle, dieser Hühnerstall. Und da passen 360 Tiere rein. Und an der Stelle dekorieren wir dann später das Ganze noch ein bisschen. So. Und platzieren hier unseren Hühnerstall. Okay, wunderschön. Schauen wir uns das mal von nahem an. Ja, da werden wir noch ein bisschen Hand anlegen müssen, damit das Ganze noch ein bisschen schön aussieht. So. So, das werden wir noch ein bisschen dekorieren. Malen hier. So ein bisschen Gras-Textur. So. Gut. Und hier machen wir auch noch ein bisschen Gras-Textur hin. Kann, glaube ich, nicht schaden. Sehr schön. So, und hier machen wir auch noch ein bisschen Gras hin. Und schon wirkt das doch alles hier wesentlich angenehmer. Hier noch um das Silo herum. So. Und hier drüben machen wir auch noch ein bisschen Gras hin. So. So, aber das kann ja nicht nur Gras sein, sondern da werden wir auch noch ein bisschen ein bisschen Pfützen machen. Noch ein bisschen Schotter. So. Ja, ich denke, so kann man es lassen. Und dann lassen wir zumindest mal die ersten Tiere einziehen, damit wir schon mal sehen, wie das Ganze auch wirkt. So, 360. Ja, nehmen wir 40 Tiere.
also, sehr schön. Dann haben wir doch noch mehr Leben hier auf den Hof gebracht. Wir haben jetzt einen Hund. Ja, ne? Sehr schön. Wir haben Schweine, wir haben Kühe und wir haben die ersten Hühner, um die wir uns dann kümmern werden. Ja, das soll es dann auch erstmal für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal ein bisschen Spaß. Ich, der Baden-Farmer, bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, Ciao, Cheerio!